als Gast hier bei mir heute Minister AD Walter Hirsche. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, wir durften schon heute Morgen Ihren Grußwort hören und wie ich schon sagte, hat sehr viel Freude mitgebracht. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Und ja, Sie sind Vorsitzender des Ausschusses, Branchenausschuss Bildung bei der Deutschen UNESCO-Kommission. Und wir werden uns einfach ein bisschen unterhalten zum Thema Gerne. Open Educational Resources und würde dann direkt anfangen zu sagen, UNESCO, United Nations, our educational, scientific, cultural organization. Mhm. Was ist das denn überhaupt, Herr Hirsche? Ja, die UNO ist ja die Versammlung aller Staaten der Welt, jedenfalls fast aller, muss man sagen. Und die UNESCO hat die Aufgabe, für die Bildung und Kultur und Wissenschaft zuständig zu sein, wie Sie eben schon im Namen zitiert haben. Und innerhalb der UNO ist ja 2015 beschlossen worden, sich für 2030 Ziele vorzunehmen, also die berühmten Sustainable Development Goals. Und da gibt es ein Ziel 4, was speziell die Bildung anspricht. Und die UNESCO ist beauftragt, sich mit dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung zu beschäftigen. Und in dem Zusammenhang Bildung spielt natürlich auch OER eine wesentliche Rolle, weil es nicht nur, es geht ja um Inhalte, es geht um Methoden und Instrumente. Und da spielt eben OER eine wesentliche Rolle. Die UNESCO ist die Organisation, die die Begrifflichkeit definiert hat vor vielen Jahren. Und es sind inzwischen Weltkonferenzen abgehalten worden, in denen auch Empfehlungen erarbeitet worden sind, an die sich die Staaten halten sollen. Und wir haben uns von der Deutschen UNESCO-Kommission sehr gefreut, dass die Bundesregierung diese Empfehlungen sehr ernst genommen hat und ein eigenes Strategieprogramm entwickelt hat. Was ich aber, ich will nicht fälschlicherweise stromlinienförmig sagen, aber was ich doch an den Geist dieser und zum Teil auch an die konkreten Vorschläge der UNESCO-Empfehlungen hält. Ja, Sie haben erwähnt die Weltkongresse Open Educational Resources und ich kann mich erinnern, 2012 gab es das Allerwerte-Kongress, erste Kongress, wo ich auch dabei mit sein durfte. Und es herrschte eine wunderbare Atmosphäre, weil alle sehr aufgeregt waren. Und ich war auch mit einer Session, wo man auch mit abstimmen durfte. Also dieser ganze Prozess, das gehört auch zu den Aufgaben dazu, die OER zu verbreiten, aber auch näher an den Organisationen und den Staaten auch zu bringen. Also Partizipation, was Sie erwähnen, ist natürlich ein wesentlicher Teil modernen Bildungsverständnisses, weil das, wie ich das an anderer Stelle schon gesagt habe, ja anknüpft daran, dass man selber Freude entwickeln muss am Lernen. Dass die Motivation eigentlich das Entscheidende ist auf dem Weg zum Erfolg. Ja, Motivation ist tatsächlich ein sehr, sehr interessanter und auch wichtiger Aspekt. Sie haben von den Empfehlungen gesprochen. Wie kann man sich da das vorstellen? Also es wurden jetzt Empfehlungen dann auch verschriftlicht und wie geht's dann da weiter? Heute Morgen sprachen Sie von einem Konsensus. Können Sie uns das ein bisschen erklären, wenn jetzt Empfehlungen ausgesprochen werden? Wie geht's da weiter? Ja, es ist so, dass in diesen Empfehlungen Vorschläge an die Staaten gemacht werden, wie sie das organisieren können und sollten. Und welche das eben auch der offene Zugang zu Bildungsmaterialien eine wesentliche Rolle spielt. Es geht dabei im Grunde auch um ein anderes Verständnis von Bildung, als wir es in der Vergangenheit gehabt haben. Es geht eben natürlich um Qualität, aber es geht auch um einen anderen Zugang zu Bildung. Es geht ein Stückchen um das, was in dem Bildungsziel 4 der Vereinten Nationen gesagt wird. Es geht um den gerechten Zugang
für alle und jeden. Und die Open Educational Resources sind natürlich auch ein Angebot auch für alle Bildungsstufen, also nicht nur für das formale Bildungssystem, Schule, Hochschule, Berufsschule, sondern eben auch für den informellen Sektor, für die gesamte lebenslange Bildung und ich denke, auch für schon im frühkindlichen Bereich kann man damit arbeiten. Wobei wichtig ist, es geht nie um Ausschließlichkeit, sondern ich denke, Open Educational Resources ist, wie gesagt, ein zusätzlicher Zugang, der auch Fairness gewährleistet, der Inklusion gewährleistet. Und von daher eine Ergänzung zu traditionellen Materialien, was eine relativ neue Art der Bildungsvermittlung, Sie haben ja 2012 genannt, so lange ist das ja noch nicht her, betrifft, ist es so, dass wir immer sehen müssen, die Bereicherung des Bildungsprozesses und nicht irgendwie eine Kampfansage gegen andere Methoden, sondern die Auflockerung, um eben Motivation zu erreichen, bei den Lernenden und andererseits ja den Lehrenden Möglichkeiten zu geben, die Materialien, mit denen sie etwas vermitteln wollen, auch selber zu gestalten, umzugestalten, neu zu formulieren, neue Einsichten zu haben. Also ich denke, es kommt damit auch eine Menge an neuer Flexibilität und wenn Sie so wollen, neuer Farbigkeit in den Lernprozess. Ja, neue Farbigkeit in den Lernprozess. Tatsächlich ist das eine Sache, die nicht direkt so ankommt. Vielleicht bei den OER-Kreisen ist es selbstverständlich, aber es ist schön zu hören, dass es als eine Ergänzung dann auch gedacht. Die deutsche UNESCO-Kommission spielt tatsächlich auch in Deutschland eine sehr große Rolle. Nicht nur in der Unterstützung von Events wie OER-Camps, aber dass OER dann auch, würde ich mal behaupten, wahrgenommen ist. Wie ist das denn so für die deutsche UNESCO-Kommission? Was bedeutet das denn tatsächlich konkret, DUK und OER? Na, konkret ist es so, die deutsche UNESCO-Kommission erarbeitet selber keine Inhalte. Überlässt auch diese ganze Diskussion über Lizenzierung zum Beispiel den Teilnehmern oder wie man so neudeutsch sagt, der Community, die sich hier gebildet hat. Und das ist ja, denke ich, auch eine große, ich will nicht zu großen Vokabeln greifen, aber eine demokratische Chance, dass die Betroffenen und die Interessierten selber definieren, wie sich alles entwickelt und dann am Ende auch in dem Zusammenhang neue Qualitätsmaßstäbe dafür entwickeln. Nicht? Wir haben für die traditionellen Methoden Jahrzehnte gebraucht, um entsprechende Qualifikations- und Qualitätsmerkmale zu entwickeln. Und deswegen soll man auch nicht traurig sein, wenn man nicht von heute auf morgen in der OER-Community von allen akzeptierten Ergebnissen kommt. Aber gleichzeitig ist wichtig, dass daran gearbeitet wird. Denn nichts hält sich auf Dauer, was nicht, wie man so schön sagt, gemessen werden kann, kontrolliert werden kann, evaluiert werden kann und wo man dann nicht auch international letzten Endes vergleichbare Maßstäbe entwickelt. Denn es darf am Ende nicht alles, wie es so hässlich heißt, selbstreferenziell sein, sondern es muss schon von der Allgemeinheit akzeptiert werden. Und das, was Sie angesprochen haben, eine noch immer kleine OER-Gemeinde, wenn man den Bildungsprozess insgesamt sieht, die kann natürlich selber dazu beitragen, indem diese Qualitätskriterien plausibel gemacht werden für alle in der Gesellschaft, dass die Bedeutung von OER anhand der Chancen im Bildungsprozess auch stärker erkannt wird.
Ja, ich höre, dass die Community sehr wichtig ist, um das dann voranzubringen und auch im Hinblick der Bildungsagenda 2030. Vielleicht können wir noch zum Schluss nochmal zum Thema SDG 4 kommen und da haben Sie erwähnt, dass es sehr wichtig ist, keinen auszuschließen, dass es sehr wichtig ist, fair zu sein und gemeinsam auch mit diesem Thema Qualität, dass wir versuchen, es nicht nur einen Hype daraus zu machen, sondern auch, dass es sinnvoll ist und qualitativ hochwertig. Gibt es für Sie Themen, wo Sie sagen, diese Themen sind so wichtig, dass wir nicht länger warten sollen und alles drauf setzen müssten? Ja, in der Bildung gibt es sehr, sehr, sehr viele Fächer, aber gibt es für Sie was wirklich da? Wir sollen jetzt nicht mehr warten. Wir haben gestern was zur Klimakrise gehört. Was ist für Sie unbedingt das Thema, wo man sich jetzt einfach ranmachen muss und das voranbringen sollte? Das Kernthema haben die sogenannten SDGs, die Sustainable Development Goals, ja vorgegeben. Es ist im Grunde die Welt nachhaltig zu gestalten und Bildung als einen Hebel zu benutzen, um bei allem, was wir tun und machen, zu überlegen, wohin führt das, wie sind die Konsequenzen, wie sind die Voraussetzungen, wie können wir insofern die Zukunft positiv beeinflussen und nicht einfach Prozesse weiterlaufen lassen. Also der Kompetenzerwerb, die eigene Zukunft zu gestalten, ist das Wesentliche. Und ich sehe in OER eine erhebliche Chance, schlicht und einfach Bildungsvermittlung mit dem Hebel einer neuen Einsicht zu verbinden und Dinge zu machen. Wir haben ja ohnehin die Diskussion, dass ein Lernort nicht mehr ausreicht, sondern wir müssen eine Vielzahl von Lernorten haben. Wir müssen lernen, dass die Welt nicht nur hier aus unserem kleinen Podcast-Ereignis besteht, sondern dass es alles sehr viel mehr ist. Nur dafür brauche ich auch Wissen und Instrumente. Ich brauche nicht nur Fähigkeiten, brauche auch Fertigkeiten. Und zu all dem gehört neben Lesen, Rechnen, Schreiben eben auch das Digitale dazu, um die Welt anders zu erschließen, um sie dann verändern zu können. Herzlichen Dank dafür, Herr Hirsche.